Hallo? So, ich bin da jetzt, sind wir da langsam bald Zeit. Ich bin aufgeschaltet und möchte Sie alle gerne begrüßen, wo schon da sind. Es hat erstaunlicherweise relativ viele Leute. Also, ich habe mit 40, 45 gerechnet und jetzt sind da 52 Leute, 57 Leute, super, super, super. Also das klappt davon gut. Wenn wir mal schauen, was wir machen in dem Webinar. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir fangen an, weil wir sind gern pünktlich bei Fritz und Partner und tun der darum anfangen mit dem Webinar zum Thema: Wie funktioniert die angewendete Quantenphysik in Unternehmen? Möchte ich noch kurz schnell Sie fragen, ob der Soundcheck, ob das funktioniert, ob ich genug laut bin, ob das funktioniert, ob wir da noch etwas ändern müssen. Ihr schreibt ja, ist gut, hören wir. Okay. Ja, ich glaube, dann sausen wir weiter. Schön wäre es, wenn Sie Ihre Ablenkungen würden deaktivieren, also das Handy auf die Seite, etwas zum Schreiben führen nehmen, weil es doch noch nicht gerade das Physikstudium wird sein heute, aber doch einiges, wo wir miteinander anschauen müssen, dass man die Situation von der angewendeten Quantenphysik und die das in den Unternehmungen, dass man die können, dass man das einigermaßen verstehen und können zuordnen. Lassen Sie sich nicht stören und am Schluss möchte ich die Fragen, die Sie haben, beantworten. Vielleicht das eine oder andere, das zwischendurch in den Sinn kommt oder was wird sich automatisch ergeben, weil Sie relativ lang, jetzt ist eine gute Stunde, werden wir haben, werden Sie mit dem ganzen Thema doch auseinandergesetzt werden und am Schluss einige Fragen beantwortet bekommen und einige nicht, die probieren wir dann am Schluss können Fragen beantworten. Ja, der Ursprung von der ganzen Geschichte ist ein ganz anderer Teil, wie dass Sie sich das können vorstellen können, nämlich Skirennsport. Das ist damals noch in Zermatt gewesen. Da bin ich noch im B-Kader gewesen. Da haben wir die drei Zürcher, Werner Spöri, Peter Müller, Bruno Fretz, wo man damals den Berner Oberländer und den Bündner Oberländer müssen zeigen, dass die Unterländer Zürcher auch Skifahren können. Und somit haben wir da müssen ein bisschen Gas geben. Wir sind wir drei gewesen, die hier im Weltcup haben können umeinander hüpfen. Das ist das Lauberhorn, Winschkanten. Also bin ich A-Kader umeinander gehüpft. Beste Resultate sind 7., 9., 15. Kitzbühel unter 2 Minuten gefahren. Damals noch. Und so Sprintabfahrt haben wir gar nicht gemacht, wie die letzten Jahr gemacht haben. Oder dem Jahr. Ich fahre heute noch Ski und lieber ein bisschen Tiefschnee fahren, bin eben draußen. Oder halt gemütlich auf der Piste von Hütte zu Hütte. Was hat jetzt Skifahren mit Quantenphysik zu tun? Das fragen Sie sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Aber ich werde Ihnen das kurz erläutern. Im Sport, das ist meine Prägung von jung auf, vor allem bei uns im Skirennsport, hat es drei Sachen gegeben. Sie haben das ideale Material müssen haben und sie haben körperlich fit müssen sein. Und das Dritte ist, mental haben sie wirklich müssen auf der Höhe sein. Mental ist ja nichts anderes wie eine Informationswelt, die man braucht, damit man überhaupt kann noch einmal runterfahren kann. Also sie müssen das vorher einmal irgendwie durchgedacht haben, wo sie durchfahren. Weil wenn sie mit 120, 140 auf eine Ecke kommen, zu rasen, dann muss es automatisch laufen, durchgehen, weil sonst hängen sie in den Nässe. Dann haben sie keine Chance, zu überlegen, soll ich jetzt links oder rechts. Das macht ruckzuck und dann sind sie durch. Das heisst, und im Mentalen ist es so, dass wenn man fit ist und ein Seriensieger zum Beispiel, wie ein Hermann Mayer oder andere Koryphäen, die haben nicht mehr überlegt, ob sie gewinnen, sondern die haben nur noch überlegt, mit wie viel Abstand dass sie gewinnen. Das ist eine andere Grundlage.
Und mental ist nichts anderes wie eine Informationswelt, wo man sich bereit macht und bereit hat. Also sich vorbereitet. Mein Name ist Bruno Fretz. Ich bin Gründer von Fretz & Partner, unter anderem auch LQ Plus, Lebensqualität Plus. Also wir machen zwei Sachen, einmal für die Unternehmungen und einmal für Privatpersonen. Privatpersonen sind entstanden über die Unternehmer, weil sie immer wieder Fragen haben, ob man das auch machen kann, private, Kinder, Prüfungen etc. etc. Und ich arbeite an und für sich in diesen zwei Welten, newtonsche Welt und Quantenphysik. Die zwei Welten sind bestehende Sachen, die halt da sind, und die nehmen wir jetzt in der nächsten Stunde ein bisschen auseinander und ein bisschen unter die Lupe. Also Grundlage ist Sport, das heisst die mentale Verfassung, die mentale Thematik. Und ich bin im 2000 dann wieder einmal an so einem Mentaltraining gewesen und haben mal wissen, was die Neues machen, ob die etwas anderes erzählen. Die erzählen immer noch das Gleiche. Nur die Anwendung ist ein bisschen einfacher geworden. Früher hat man es noch nicht so genau gewusst, wie man es umsetzen will. Und heute haben sie da recht gute Instrumente. Und der Mentaltrainer hat dann so neben ihnen gesagt, es gibt eine Maschine, die man das Mentaltraining unterstützen kann. Dann bin ich hellhörig geworden und bin in ganz Deutschland, das ist ein Produkt, das man jede Person kaufen kann. Das ist nicht so das Problem, aber die Anwendung wird nachher ein bisschen tricky. Das heisst, ich habe dann im 2001 so eine Maschine gekauft und 2002 im Januar angefangen rumzupröbeln in meinem Bekanntenkreis. Und alles, was man irgendwie in die Hand genommen hat, Unternehmens beratungsmässig, das hat einfach bessere Zahlen gegeben, weil ich habe nach dem Sport das BWL-Studium gemacht und habe mich dann auf Beratungen schon seit Urzeiten bin ich schon im KMU-Beratungsumfeld. Habe dann im 2003 eine Firma gegründet, eine Kollektivgesellschaft, weil daheim haben wir nie können Gäste haben, weil die haben immer gerade die Quantenphysik wissen, was geht. Und somit habe ich eine Gesellschaft gegründet, einen Bastelraum angemietet und habe dann dort angefangen, meine Beratungen zu machen. Und dann habe ich 2,5 Jahre probiert und rumgeprobelt. Und alles, was ich in die Hand genommen habe, hat einfach funktioniert. Und im Mai 2005 habe ich dann die Testphasen abgeschlossen und mache seitdem nur noch Beratungen mit Quantenphysik. In der Zwischenzeit haben wir 11 Maschinen, die Tag und Nacht laufen für unsere Kunden. Ihr seht dann, warum man das so muss machen. Wir müssen einen ständigen Informationstransfer gewährleisten, damit sind wir besser wie sonst das Mentaltraining. Dann habe ich, als ich Mitarbeiter angestellt, eine GmbH gegründet, damit ich da die Risiken im Griff habe. Habe dann das umgewandelt in eine AG. Und haben dann verschiedene Themen angefangen herumzuprobieren und testen und haben dann auch ein Lizenzsystem gebaut in Deutschland und dann die LQ Plus gegründet für Privatpersonen. Wir haben heute das Internetmarketing, das wir machen, das wir aktiv betreuen, wo wir so ein bisschen mehr Menschen wollen, die Dienstleistung zuführen. Das Unternehmerprojekt im Überblick, wir haben als Stamm Geschäft habe ich quantenphysikbasierte Unternehmensberatung. Wir machen Analysen, wir tun Optimierungen, das ist mehr Gewinn, mehr Umsatz. Wir haben Strategieanalysen, wo wir Kunden dann mentormässig betreuen. Wir haben Massnahmenpläne, Best Praktika Anweisungen oder Hilfestellungen, wo wir am Kunden weiterhelfen können. In Deutschland haben wir 4 Lizenznehmer, also Lizenzpartner. In Österreich sind wir im Aufbau, da habe ich jetzt die ersten Kontakte, wo man da könnte, das Lizenzsystem auffahren. Dann haben wir die auf der rechten Seite die LQ Plus im Bereich Privatpersonen, also Mann, Frau, Kind, Familie, Haus und Wohnen, Tier, das funktioniert hervorragend. Dann haben wir also den Testbereich. Wir haben das Assessment Center. Viele Kunden schicken ihre Lebensläufe der Bewerber und Bewerberinnen uns schicken. Auf die Stelle können wir dann ein klares Bild machen, ob die Person passt. Wir haben schauen, ob man Liegenschaften kann bauen kann oder ob man Altlasten drin hat, Unternehmensbeteiligung, Berufsfall, Studienwahl. Da gibt es so Analysetool, die wir entwickelt haben. Wir werden
in den ersten paar Minuten drei elementare Bereiche kennenlernen. Das ist ein bisschen der Grundstein für eine deutliche Verbesserung von Umsatz und Gewinn. Das ist erstens, was bedeutet überhaupt angewendete Quantenphysik im Unternehmen? Also mal wissen, was das überhaupt heisst, was für Eingriffe machen wir oder was für Eingriffe machen wir eben nicht. Zweitens, wie funktioniert denn die ganze Quantenkommunikation grundsätzlich? Und die funktioniert weltweit überall gleich. Und warum klappt die Optimierung, und das ist ein wichtiger Inhalt, ohne ihr eigenes Zutun? Das heisst nicht, dass sie nichts mehr mitmachen, aber sie müssen nicht an Seminar, sie müssen nicht an Kurs, sie müssen nichts machen, sondern einfach Quantenphysik wirken und dann kommen sie automatisch in die richtige Handlung hinein. Keine Angst, wir werden kein Diplom von Physik erstellen heute und auch kein Studium machen, aber es gibt schon noch so zwei, drei Sachen, die sie sollten können annähernd verstehen, weil das haben sie schon vor 50 Jahren gesagt, dass der behauptet, Quantenphysik wirklich verstehen zu können, dass der keine Ahnung hat von dieser ganzen Geschichte. Ich verspreche Ihnen, dass es heute nicht kompliziert wird. Es wird ein bisschen anstrengend, weil es viel ist. Und von dem her werden Sie automatisch nach dem Webinar und haben wahrscheinlich vor allem vorher schon zwei, drei quantenphysikalische Videos oder sonstige Informationen gelesen, sonst wären Sie nicht da. Warum ist das Webinar komplett anders als alle anderen Webinare, die Sie bisher kennengelernt haben? Weil Sie kommen wissenschaftliche, grundfundierte Grundsätze über. Das funktioniert so, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, das ist einfach so. Und die Problematik ist, dass das in einer Fachwelt bekannt ist, wie das funktioniert, haben wir im Alltag eigentlich von dem nicht so wirklich uns beschäftigt und wir lassen das uns vorbeiziehen. Es funktioniert aber so. Sie werden nach dem Webinar viel wissen und Ihre Umsätze und Gewinne vollkommen unkompliziert und nachhaltig auf eine neue Stufe können katapultieren. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, in einem Unternehmen, sagen wir da 3 bis 6 Monate, mit Unterstützung von der Quantenphysik, ohne ihr aktives Zutun, ohne Coaching, ohne Seminar, ohne lange irgendwelche Systeme, die sie kaufen müssen oder was auch immer, sondern einfach wirklich Quantenphysik. Und wenn ich sage einfach wirklich Quantenphysik, dann meine ich das auch so. Dann die wissenschaftlichen Fakten, die sind klar, wir haben die Newtonsche Welt. Die Newtonsche Welt ist alles, was messbar ist, ist Wirklichkeit und alles, was man nicht messen kann, gibt es nicht. Das ist der Ursprung, den wir aus dem Newtonschen Zeitalter haben und das gilt heute noch. Die Newtonsche Gesetzgebung ist ein Wenn-Dann-Modus, das heisst, wenn ich etwas initialisiere, kommt hinten etwas raus und das muss ich 100-mal machen können, es muss 100-mal das Gleiche rauskommen. Und das ist die Newtonsche Gesetzgebung. Also man muss alles, was messbar ist, ist Wirklichkeit, der Rest gibt es nicht. Das hat aber ein bisschen eine Grenze gegeben, wo man gewisse Sachen nicht mehr könnt verstehen und auch nicht mehr in der Physik, wo es einfach an Grenzen kommt, wo man sagt, jetzt wird es langsam bissig. Und das langsam bissig heisst, im Standardmodell von unserer Physik, von der Grundlagen, sind 3 Elemente drin. Das ist die starke und schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist das, was die Newtonsche Welt sagt, sind unsere Atome zusammengesetzt, sind unsere Systeme, sind alle Geschichten zusammengesetzt, wo man nachvollziehen kann, wie die Welt funktioniert. Gravitation, die wir als 4. Element haben, die bleibt außerhalb des Standardmodells. Das ist ganz einfach. Gravitation können Sie nicht erklären, warum es das so funktioniert, nur dass sie funktioniert. Also wenn Sie etwas fallen lassen, dann ist es einfach so, dass es am Boden runterfällt, ob Sie in Kenia sind oder in Miami oder hier in der Schweiz, spielt eigentlich nicht so wirklich eine Rolle. Also man hat da schon mal einen Teil rausgelassen, weil man es nicht beschreiben kann. Und jetzt ein ganz wichtiger Teil, der Carlo Ruppia, ein ehemaliger CERN-Direktor, der hat im 1984 einen Nobelpreis bekommen,
weil er in der Physik und Chemie einen Themenbereich definiert hat und auch nachweislich hat können zeigen, dass zwischen Physik und Chemie, das heisst, das Atom hat einen Kern und rundherum flitzen die Elektronen und Protonen in den verschiedenen Zusammensetzungen, dass wir unser Periodensystem bekommen. Das heisst, dass wir beschreiben können, was ist welches Atom, wo es gibt ja verschiedene Atome in dem Periodensystem. Und er hat definiert und herausgefunden und bewiesen, dass ein Atom aus 99,9999% aus Information und Energie besteht. Und ganz ein kleiner Teil besteht aus Materie. Und er hat damals gesagt, die heutige Medizin beschäftigt sich demnach immer noch mit ca. 1 Milliardstel Teil der Wirklichkeit, nämlich der Materie. Und nicht mit den Ursachen, warum als die Energie und Information zu dieser Diagnose geführt hat oder zu dieser Krankheit. Mit anderen Worten sagt er, der Kern da drin, der ist lauter nichts, also 99,9999% ist rundum Information und Energie, dass die da rundum flitzen können. Und das ist unser wesentliche, grundlegende Thema, wo wir überhaupt arbeiten. Wir arbeiten mit dem Thema. Wir sind mit den Kunden schon dreimal im CERN in Genf, haben uns dort durchführen lassen. Und ich habe jedes Mal Professoren gehabt, die dort lange Jahre gearbeitet haben, die prämissioniert sind, die uns dort durchgeführt haben, weil wir uns angemeldet haben als die Unternehmensphysiker. Und wenn sie sich anmelden als Unternehmensphysiker, dann ist immer ein mega nervöses Thema, weil die das Gefühl haben, das kommen alles Physiker jetzt ins CERN haben und kommen nicht raus, dass wir da normale Leute sind, die keine Ahnung haben von Physik. Aber wir haben durch das immer Professoren gehabt und keine Studenten, die uns geführt haben. Und das hat natürlich mehr Hintergrundinformationen gegeben. Und ich habe die jedes Mal gefragt, stimmt das, was der Carlo Ruppio damals Nobelpreis bekommen und dann sagt, ja natürlich, das stimmt, das ist immer noch so. Dann sage ich, okay, wenn das immer noch so ist, wir arbeiten mit dem Thema. Wenn wir das mal ein bisschen anschauen, 1 Milliarde zu 1 Franken, dann sieht man, was für ein Verhältnis ist. Es ist heute einfach nicht mehr so gang und gäbe, weil 1 Milliarde ein bisschen links zahlen oder ein bisschen rechts zahlen ist nicht so das Problem. Das heisst, man hat da ein Verhältnis, das wir nicht mehr so ganz genau sehen. Also wenn man einen Franken oder glaubt, Euro sind ein bisschen dicker, wenn man die aneinander aufbiegt und aneinander anstellt, dann geht das um die Welt herum. Wenn man ein Euro-Stückchen aneinander anbiegt, dann ist man am Schluss um die ganze Welt. Also eine Milliarde ist nicht nichts, sondern das ist richtig, richtig viel. Sage ich Ihnen, wie wir an und für sich arbeiten, was das alles heisst, wenn man es so sagen. Der Stephen Hawking, das ist der Physiker im Rollstuhl, der hat ja Bücher geschrieben, das Universum in der Nussschale. Das wissen Sie jetzt warum, weil der Kern, also die Materie, so wenig ist und der Rest so viel, dass man das Universum zusammendrücken kann, wenn man alle die Luft rausnehmen, das Informationsgehalt, das lauter nichts rausnehmen, dann könnte man das Universum in den Nussschalen hineinpacken. Aber jetzt gehen wir mal und dort so ein Atom aufblasen auf eine Basketballgröße. Das bedeutet, dass wir dann die Elektronen und Protonen, die da sind, die wären 10 km voneinander weg vom Kern. Also wenn man jetzt retour schaut, den Kern aufblasst auf einen Basketball, dann hätten wir eine Distanz, wo die Elektronen und Protonen rundherum sausen. Wir sind zwischen in der Legi hinter der Kirche, haben wir hier unser Büro. Und da Wederschwil ist etwa 11,5 km weg und Einsiedeln ist rund 8,5 km weg. Also im Durchschnitt sind sie je 10 km. Wenn man jetzt hier reinschaut, wie viel Platz es hier hat, und dann müssen wir nicht vergessen, haben wir noch ins Erdinnere 10 km. Und in die Luft 10 km, das heisst dort, wo die Flüger fliegen. Und wenn man jetzt das, ein Atom aufblasst auf Basketballgröße und dann schaut, wie viel Informationen Platz hätten in dem 10 km Umfeld, also von Schindelegi auf Einsiedeln und von Schindelegi auf Wederschwil und von Schindelegi 10 km in die Höhe, wo die Flüger fliegen und von Schindelegi 10 km ins Erdinnere, dann könnten wir einige Bibliotheken von der ganzen Welt da verpacken. Wahrscheinlich
nicht die ganze Bibliothek auf der ganzen Welt, aber in 2 oder 3 Atomen würde es locker gehen. Und wir Menschen bestehen aus 10 hoch 70, 80 oder 90 Nullen hinten dran aus Atomen, je nach Gewicht vom Mensch. Also 10 hoch 70 ist so eine durchschnittliche Person von 80 Kilo, gibt etwa die Menge von Atomen. Das heisst, wir haben eine riesige Menge von Informationen, die zur Verfügung stehen, die in uns drin sind. Wir sind nicht Materie, wir sind Information und Energie. Und jetzt zeige ich Ihnen, was wir machen, und das ist die Grundlage von unserer Technik und die Grundlage von unserem Funktionieren, dass es überhaupt geht. Wir haben das hier mit diesen riesigen Informationen und wir haben das Unternehmen mit noch viel mehr Atom, weil da haben wir Menschen drin, da haben wir Produkte drin, da haben wir Lieferanten drin, da haben wir Kunden drin, da haben wir einfach all das Ganze drumherum, was eine Firma ausmacht, das haben wir in Atomform, können wir alles auseinandernehmen und sagen, jawohl, da haben wir auch noch ein Atom, da haben wir auch noch eins. Wir haben einen PC und so eine Übersetzungssonde. Das Weisse Rausch ist von der Uni Princeton über 35 Jahre lang geforscht worden, das funktioniert, die haben kein Geld mehr bekommen, bis 2007 haben sie geforscht. Und 2007 haben sie aufgehört und Dr. Nelson macht das weiter. Ich zeige es Ihnen nachher, in welcher Form er da weiterforscht. So eine Sonde ist ein einfaches Teil, das erzeugt weißes Rauschen. Das heisst, die alten Fernseher, die sie früher die Antennen rausgenommen haben, sind schwarz-weisse Punkte gekommen und die erzeugt das. Weil in dem Atomthema drin ist schwarz-weisses Rauschen, das weiße Rauschen vorhanden. Das haben wir im Universum, das haben wir im Atom. Das haben sie, wenn sie etwas, ein Mikroskop, etwas ganz vergrössert, haben sie mal nur noch schwarz-weisse Punkte. Oder wenn sie es verkleinert, haben sie auch irgendwann nur noch schwarz-weisse Punkte. Das heisst, alles besteht aus diesen schwarz-weissen Punkten, aus dem weissen Rauschen. Und jetzt machen wir nichts anderes, weil in dem PC, das Programm, einen Text hineinschreiben. Über die Informationssonde füllen wir die Atome. Füllen, sprich die Informationswelt füllen mit den Informationen, die wir gerne hätten. Und die Informationen sind mehr Umsatz, mehr Gewinn, Spass, Harmonie und Freude am Arbeiten und dass Kunden die Produkte, die wir haben, die gut sind, auch mehr nutzen und kaufen. Die Fachwelt hat zu dem Informationsfeld verschiedene Begriffe. Wir reden von Nullpunktfeld. Wir reden von Feld aller Möglichkeiten, wir reden von Torsionsfeldern, von Matrixen, Quantenfeld etc. etc. Also da hat sich die Fachwelt noch nicht durchgesetzt für eine Definition, sondern es sind verschiedene. Und so das Feld aller Möglichkeiten ist jetzt das Neueste seit dem letzten Mai, als ich gehört habe, wo das jetzt anfängt kommunizieren. Torsionsfelder ist einer von den Russen und Nullpunktfelder sind so ein bisschen im CERN und dann reden wir gerne von dieser Geschichte. Das heisst, wir haben die newtische Welt, wo sehr konservativ alles, was man messen kann, ist Wahrheit. Und da haben wir eine Quantenphysik, die eher vom Hintergrundstrahlung, eher von Symmetrien redet, von Systemen und auch bewiesen hat, dass mehr Energie und Information vorhanden ist. Und das Bose-Einstein-Kondensat, das ist, wenn man alles abkühlt, auf 273,15 Grad, das können wir auf der Erde nicht, wir bringen 1 Kelvin an im CERN, das heisst 271, irgendwas, Minusgrad, dann verschmelzt jede Atomstruktur, wie wenn man ein Glas Wasser hätte, dort drin hat es ja auch einzelne Tröpfe, und sie sehen den einzelnen Tropfen nicht mehr, und wenn sie aber wieder kondensieren, dann gibt es wieder einzelne Tröpfe, und das ist im Bose-Einstein-Kondensat genau gleich, das heisst, in diesen kalten Punkten sind einzelne Atome nicht mehr einzeln sichtbar, sondern das verschwimmt ineinander rein und somit ist alles miteinander verbunden. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum man die Verschränkungen und die ganzen Geschichten hat. Man riesige Dokumentation, das kann man machen, das läuft. Und ein Themenbereich ist halt, weil Naturkonzepte einfach sind, ist es als Mensch schwierig, das zu verstehen. Weil wir funktionieren ein bisschen kompliziert, unsere ganzen inneren Organe, unsere ganzen Mechanismen, wie wir leben, ist sehr kompliziert und haben wir ja noch nicht herausgefunden. Wir haben in der Mitte 1940, 50 oder was, haben wir das erste Mal herausgefunden, dass wir 2 verschiedene Blutkreisläufe haben. Also wir sehen, wir haben noch nicht so viel Wissen, wie wir überhaupt funktionieren
Und Chirurgie ist gut, da können wir uns zusammenblicken, wenn wir irgendetwas haben. Und wir denken, wir sind ein bisschen die Brücke zwischen der newtischen, messbaren Welt in die Quantenwelt, die man nicht so messen kann. Bei Ihnen als Unternehmer kann man das Resultat messen. Das ist das Wichtige. Und ein Phänomen haben wir da schon, die Amy Noether. Die hat im 19. Jahrhundert Symmetrien festgestellt und hat das als fundamentales Naturgesetz definiert. Die Amy Noether ist nicht Doktor geworden, nicht Professor, weil sie Frau war und ist eine von den ganz, ganz cleveren Mathematikern gewesen. Und es gibt noch in Deutschland ein Amy Noether Gymnasium, wo Physiker heute noch unterstützen mit diesen ganzen Geschichten. Aber was hat jetzt die Symmetrie an sich? Wir haben vorher das Standardmodell angeschaut, die drei Kräfte, starke, schwache und elektromagnetische Kraft. Und jetzt ist es ganz wichtig, was die Physiker machen wollen. Physiker auf der ganzen Welt entwickeln das Standardmodell weiter und erweitern es um geeignete Ansätze. Geeignet heisst, diejenigen, die man verstehen kann, die etwa die Gravitation oder Supersymmetrie berücksichtigen. Das heisst, mit der Supersymmetrie haben sie ein richtiges Problem, weil die kommt jetzt drin hinein. Gleichzeitig das Standardmodell aber nicht grundsätzlich über den Haufen rühren. Warum? Sonst gibt es ein Unverständnis auf der Erde, weil wir haben etwas gelernt, was man anlangen kann, ist Wirklichkeit, was man messen kann, ist Wirklichkeit, und den Rest gibt es nicht. Und Quantenphysik sagt, da hat es andere Kräfte, andere Grundlagen, dass es überhaupt eine Materialisierung gibt. Und deshalb sind die da ein bisschen vorsichtig mit dem Standardmodell anpassen. Zwei Weisheiten von ganz bedeutenden Menschen. Das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis. Die einen sind ausgestiegen und sind nicht mehr da dabei. Und andere sind noch dabei. Also von dem her sieht man das nur schon an dem, weil sie einfach denken, der Fritz hat keine Ahnung, das weiss ich, bin nicht Physiker, ich bin nicht Mathematiker, aber ich sage Ihnen eins, ich hätte die Kombinationen, die ich gemacht habe, keine Chance gehabt, wenn ich eine Prägung hätte von einem Studium in Mathematik oder in Physik. Weil ich habe Vorträge von ganz grossen Koryphäen an der Uni, in der ETH Zürich, der Uni, und der hat mit seinen Studenten das angehört, was ich mache. Und Stefan Wolf, Professor Stefan Wolf, der ist jetzt in Italien, der forscht an diesen Geschichten. Der hat nur eins gesagt: Ich teile das Weltbild, das Sie haben, Herr Fritz, nicht, aber es ist ein interessanter Ansatz. Das heisst, wenn Sie so geprägt sind, wie die Uni es vorgibt, dann haben Sie keine Chance, solche Kombinationen zu machen. Ein ganz wichtiger Spruch, den habe ich auf der Internetseite: Wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, dann taugt sie nicht. Meine Idee war, ich stelle die Maschine in die Mitte, ich nutze die Quantenphysik und der Unternehmer hat mehr Umsatz. Und dann haben alle gesagt, es funktioniert nicht. Alle. Der Hersteller hat gesagt, das können sie nicht so machen, es geht nicht. Mein Umfeld hat gesagt, du bist nicht ganz normal. Er hat gesagt, es muss gehen. Wenn die Theorie, weil ich lese das schon über 25 Jahre, wenn die Theorie, die ihr sagt, stimmt und wo geschrieben ist, dann muss es funktionieren. Und ich mache es jetzt über 10 Jahre und es funktioniert. Die Quantenphysik ist über 100 Jahre alt. Und wir haben den Koryphäe, den Professor Zeilinger von der Uni Wien, der ist vorletztes Jahr pensioniert worden. Und der hat eine ganz gute Geschichte. Er sagt selber, wir werden, unser Universum ist ein Netz von dynamischer, gegenseitiger Beziehung. Das bedeutet, alles ist miteinander verbunden, alles ist abhängig voneinander, alles braucht einander, alles gehört zusammen, und die Individualität ist nachher das, was wir mit den Unternehmungen dann machen wollen. Das wesentliche Erkenntnis: Quantenphysik ist das Phänomen von der Verschränkung, oder gemäß Einstein das spukhafte Fernwirken der Photonen. Das hat er im 1935 herausgefunden, hat aber das bekämpft, weil im 1905 hat er die Relativitätstheorie definiert und hat dann später einen Nobelpreis bekommen auf ein anderes Thema, aber er hat im 1935 das spukhafte Fernwirken der Photonen, also er hat definiert, nichts ist schneller als Licht, aber die Informationen sind eben sofort am anderen Ort
zur Verfügung. Also die sind sofort abrufbar. Das braucht keinen Weg von A nach B. Und das hat er genannt, das spukhafte Fernwirken der Photonen hat es bekämpft, weil sonst wäre seine Relativitätstheorie in Gefahr gewesen. Wir haben hier eine Abhandlung, wo Sie können lesen können, die darum geht, zwei miteinander verschränkte physikalische Teile verhalten sich so ähnlich wie telepathisch begabte Zwillinge. Ändert man den Zustand von einem von diesen beiden Teilen, so wird simultan auch der Zustand des anderen Teils geändert. Unabhängig davon, ob sie in der Schweiz ist, in Japan ist, in Kenia ist, in Hawaii ist, ist egal. Die Entfernung ist egal. Und das ist schneller wie Licht. Und das hat Albert Einstein nicht so gern gehabt damals. Und das sind Probleme, die sie heute noch haben, auch im CERN und überall. Und das sind die Sachen, wo einfach das Verständnis Newtisch gegenüber Quantenphysik extrem ins Wanken bringt. Wir hat ganz klar die spukhafte Fernwirkung hat man getestet, die Chinesen haben das gemacht. Wir haben im 2012 16 km, 100 km, der Zeilinger hat es jetzt glaube ich auf 143 km unter der Donau durch. Und also das ist eine klare Struktur. Man kann das heute auch nachweisen. Das ist auch newtisch machbar. Und wir machen es einfach schon seit über 10, 12 Jahren in der Unternehmung. Wir geben die Informationen rein und sie haben mehr Umsatz und mehr Gewinn. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Nur das Verständnis, dass es funktioniert, das ist nicht so einfach. Aber am besten messen Sie es an Ihren Zahlen und dann klappt das. Wir Menschen haben eine selektive Wahrnehmung. Wir sehen Licht nur etwa 1%. Den Rest sehen wir alles nicht. Mikrowellen sehen wir nicht, unsere Radio-Handywellen sehen wir nicht, Gammastrahlen, kosmische Strahlen, alle ganzen Zäpfchen sehen wir alles nicht. Ist aber trotzdem da. Das heisst, wenn Sie jetzt ein Radio einstellen dann haben sie, und ohne Antenne, dann haben sie die Informationen da und sie können irgendwie 10, 15, 20 Sender einstellen und die Information ist ja da. Ja, sie sagen schon, das ist gesendet. Ja, natürlich, aber wir senden ja auch mit unserem Denken. Und unser PC sendet auch. Die Erkenntnis ist einfach, nur weil wir etwas nicht sehen können, heisst nicht, dass es nicht da ist. Also, da sind wir in einem Punkt, muss man daran glauben oder muss man nicht daran glauben? Und ich muss Ihnen sagen, ob Sie daran glauben oder nicht, es funktioniert sowieso, weil es ist ein Naturgesetz. Sie können daran glauben, hilft ein bisschen. Sie können nicht daran glauben, geht genau gleich. Weil Naturkonzepte können Sie nicht umgehen, die funktionieren einfach immer, überall. Wir haben zwei, drei Beispiele mitgenommen, wenn man so ein bisschen Unternehmen, das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten, beschenken oder auszeichnen, wer würde das überkommen? Natürlich Natur Erde, weil unsere Natur hat keinen Wenn-Dann-Modus. Das heisst, wenn es viel regnet, dann gehen die Pflanze- und Tierwelt mit dem Regen halt um. Also das heisst, sie nehmen das, wie es ist. Wenn es schön ist, nehmen sie, wie es ist. Die denken nicht, gestern hat es geregnet und morgen ist schön. Die nehmen die Situation, die ist jetzt, heute, Punkt. Und das ist ein bisschen Krankheit für uns Menschen. Wir wollen immer alles im Vorhinein wissen und wir tun nicht mit der Situation heute und jetzt arbeiten. Ich gebe Ihnen zwei, drei newtische Beispiele. Das ist so eine Schwanenhalskonstruktion. Haben die Architekten eine Stadiondeckung gemacht. Und wenn man das mal anschaut, sehr schlanke Konstruktion, stabile Konstruktion. Weil der Schwanenhals, wenn da vorne ein Frosch oder ein Fisch zappelt, dann sollte der einigermaßen einen leichten Kopf haben. Also leicht, sonst kommt der Kopf eben, wenn man so einen schweren Kopf muss tragen. Und das Zweite ist, er muss stabil sein, sonst reißt man da den Kopf ab, wenn da ein Fisch zappelt. Also wir haben da die Natur abgeschaut. Wir haben auch ein Spritsparauto, Mercedes. Wir haben das an einem Kofferfisch abgeschaut. Der hat so ein bisschen die klassische Linie da. Das ist ein starrer Fisch, das heisst ein kein Fisch, wenn sie den Bügel geht, kaputt. Also der hat nur sich können mit der Flosse bewegen und sonst ist das ein starres Gerüst. Und das haben sie in der A-Klasse, haben sie es in den Windkanal hineingestellt. Und die A-Klasse hat jetzt 2,8 Liter Verbrauch. Und das Thema haben damals die Windkanalleute, hat man so einen nachgebauten viereckigen Klotz im Windkanal hineingestellt, haben sie gesagt, aber wir sind nicht ganz normal. Uns so einen viereckigen Klotz hineinbringen
haben aber CW-Wert von 0,26, wo sie angefangen haben, der alte A-Klasse, also A1-Klasse, und haben nachher mit dem Modell 0,19 hergebracht. Und wenn sie den CW-Wert um 0,07 verändert, dann sind das Welten in diesen Dimensionen. Das sind richtig Welten. Und die haben gestaunt. Und wenn Sie das jetzt anschauen, werden Sie in der Mercedes feststellen, dass alle Mercedes relativ harte Linien fahren. Und die Fischlinie da von der Haube her so eine Linienstruktur ziehen, wo sie da über das ganze Auto durchziehen, dass sie den Wind besser wegbringen. Aber jetzt habe ich Ihnen nicht nur Beispiele von der newtonschen Welt, sondern auch noch ein bisschen von der Organisation und Abläufen. Weil Organisation und Abläufe ist ganz ein wichtiger Themenbereich. Protect Gamble hat gewählt, die letzte Meile, also zum Kunden, den letzten Transportweg, um 75% haben die das senken. 50% haben es geschafft mit Ingenieuren und mit neuen Ideen und die restlichen 50% haben es andere Modelle müssen gehen suchen. Sie haben Modelle vom Termitenbau und Ameisen vorgenommen, haben das Modell gebaut, haben 3 Monate oder 10 Monate lang getestet, haben 3 Millionen gekostet und haben 300 Millionen eingespart. Nur so Termitenbauten und ein bisschen Ameisen zugeschaut, wie man könnte andere Transportwege nutzen. Das Bienenvolk, ganz interessante Thematik bezüglich Führung. Bienen werden ja betreut von ihren Arbeiterinnen und Bienen haben eine Aufgabe von regelmäßigem Kommunizieren. Das heisst, die müssen regelmäßig kommunizieren und sie müssen regelmäßig in guter Qualität kommunizieren. Das heisst, wenn das die Königin nicht mehr macht, entscheidet die Arbeiterinnen rundherum, unsere Königin liefert nicht mehr qualitativ hochstehende, regelmäßige Information, dann müssen wir sie eliminieren. Dann wird innerhalb von 2-3 Wochen eine neue Königin aufgezogen und die alte wird vernichtet. Das heisst, wenn sie nicht qualitativ hochstehend und nicht regelmäßig kommunizieren, werden sie im Bienenvolk, auch wenn sie der Chef sind, eliminiert. Und das ist auch ein Themenbereich mit unserer Y-Generation, die wird uns grundsätzlich in der Firmenführung noch einiges Kopfzerbrechen bringen, weil die Y-Generation tickt ganz anders wie die bestehenden Führungskräfte heute. Und wenn Sie die nicht integrieren können, dann müssen Sie dort anders kommunizieren. Ich sage Ihnen, das ist eine riesige Herausforderung. Ich könnte nochmal 2 Stunden reden, nur über das Thema. Von der Natur lehren heisst auch Frühling, Sommer, Winter, Herbst, da telefoniert niemand. Oder von dem Schwarmverhalten, dass die so schnell die Richtung ändern können, sagt man einfach Schwarmintelligenz. Man hat auch mit Schildkröten nach 5 bis 8 Jahren, wenn sie ihre Eier legen, gehen sie bis auf einen Quadratmeter an den gleichen Ort hin, gehen ihre Eier legen, wie sie auf die Welt gekommen sind. Oder, wenn man hier schaut, in der Steppe, am gleichen Wasserloch hat es Zebra, Giraffen und sonstige Tiere und am gleichen Loch saufen aber auch Geparden, Löwen und andere nicht so ganz verständliche Tiere. Und es klappt, ohne dass einer mit der weißen Fahne da steht. Weil die wissen nachhaltig, wenn ich jetzt alles zusammen abreisse, dann habe ich übermorgen nichts mehr zu essen. Dann haben wir hier noch einen Themenbereich Tsunami, kommen nachher noch dazu, aber grundsätzlich hat es dort kein Fisch an Land gespült, kein Kleintier verwischt, kein Urvölker verwischt, sondern Touristen und abgebundene Tiere. So sieht es ein Genie aus. Ein Genie ist ein Schleimpilz, den wir festgestellt haben. Da haben die Japaner Tokio nachgebaut. Und zwar nachgebaut im Relief, wo sie die Städte mit Hafenflocken, also dort, wo es viele Leute hat, haben sie viele Hafenflocken angetan. Und dort, wo es weniger hat, haben sie mehr angetan. Und dann haben sie den Schleimpilz reingelegt, weil der hat gerne Hafenflocken. Und haben so herausfinden, wie sieht das Eisenbahnnetz aus, wo der Schleimpilz baut und was haben die Ingenieure hergebracht. Und jetzt lesen sie selber, was die beiden Systeme sind nicht genau gleich gewesen. Doch sie haben in keiner Kategorie eigentlich deutlich schlechter abgeschnitten, den Schleimpilz.
Und die Ingenieure haben sogar teilweise bessere Ideen bekommen bezüglich Schleimpilzverbindungen. Was auch noch interessant ist, er hat zum Beispiel Zürich und Winterthur, wenn das jetzt als Möglichkeit darstellt, dann hat er Winterthur und Zürich mit einer doppelten Hauptlinie verbunden, weil das sind zwei Standorte, wo viel Hafenflocken waren. Und dort hat er eine doppelte Linie gebaut. Und dort, was nicht so wichtig war, dort hat er eine Linie gebaut. Und jetzt, was der Ingenieur, der das betreut hat, Netzwerkingenieure könnten sich künftig Anregungen vom Schleimpilz holen. Das finde ich irgendwie ein bisschen anmassend, weil ich habe in meinem Quantenforum einen Ingenieur da gehabt, der die S-Bahn in Zürich mitgeplant hat. Und er war genau an diesem Thema auch dabei gewesen und hat dann gesagt, ich habe dann gefragt, wie lange haben Sie gebraucht, dass Sie einigermaßen gewusst haben, wie die S-Bahn läuft. Dann sagt er 5 Jahre und dann wissen wir ungefähr, wo die Bahnhöfe sind und wo durch es geht, die Linienführung. Aber wir haben noch keinen Streckenplan im Detail. Und der Schleimpilz hat 24 Stunden gebraucht für das. Nur so, aber Netzwerkingenieure könnten sich künftig Anregungen vom Schleimpilz holen. Das finde ich ja eine ganz spannende Geschichte. Jetzt haben wir eine zentrale Frage. Und die zentrale Frage ist, woher nimmt die Natur ihre Information? Und die zweite Frage ist, haben wir auch die Informationsquelle zur Verfügung? Die newtische Welt ist eine klare Welt, wo wir schon angeschaut haben. Dann haben wir unsere Quantenwelt, wo wir nicht so genau wissen, wie es funktioniert, aber wir haben so eindeutige Sachen drin. Und wir haben unser CERN. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, dass da in der Uni in Genf, das hat nichts mit dem CERN zu tun, der Professor Nicolas Gysin, am 14. August 2008 bewiesen hat, dass Licht, sprich die Information, 10'000 Mal schneller ist als Licht. Das hat man einmal in der Zeitung gesehen, sonst nicht mehr. Da wird nicht mehr gross darüber geredet. Aber lassen wir das einmal weg, wir haben ganz ein anderes Thema. Sie gehört oder haben gehört von dem Higgs-Boson. Der Peter Higgs hat gesagt, überall muss ein Teil drin sein, wo alles miteinander verbunden ist. Und da sind 8'000 Leute an dieser ganzen Geschichte. Das ist die Forschergruppe, die bekannt hat, dass es Higgs-Teil, sprich Higgs-Energie gibt. Und die Kontrollgruppe beim Newtischen ist immer so, dass eine Gruppe etwas forscht. Das Resultat hat, müssen die andere Gruppe unabhängig von der ersten Gruppe das Gleiche bestätigt bekommen, sonst nachher gilt es nicht. Die Kontrollgruppe hat das noch nicht herausgefunden. Das heisst, wir haben das Higgs-Teil, obwohl der Peter Higgs schon einen Nobelpreis bekommen hat, sind 8'000 Leute im Forschen, aber einen Teil davon hat es noch nicht gefunden. Jetzt gehen wir mal schauen, CMS, Supersymmetrie, 3200 Leute und LHCB-Symmetrie, 650 Leute. 4000 Leute, also die Hälfte. Haben Sie von dem schon etwas gehört? Ich glaube nicht. Weil es ist ein bisschen schwierig zu erklären mit diesen Symmetrien und Supersymmetrien, weil Sie sehen hier, da haben wir eine Verletzung und CMP-Symmetrien sind da in dem Ding, in dem wird das geforscht. Weil das CERN hat also 4 Stationen, wo sie forschen. Das ist ALICE, ATLAS, CMS und dann der LHCB. Und die zwei kleinen sind andere. Zum Beispiel kosmische Strahlen. Wenn sie schon auf dem Jungfrau-Joch oben war, hat sie so einen schwarzen Kasten, der immer so ein Blitz durchzieht. Das sind die kosmischen Strahlen, die man auch dort oben misst. Und Totenmessgenauigkeit heisst, in der Physik können sie, wenn sie schon mal einen Bus bekommen, wegen einem Radar, die Physik sagt, sie können entweder Geschwindigkeit messen, das heisst, sie nehmen einen Punkt von A nach B, dann wissen sie Geschwindigkeit, oder sie können einen Punkt nehmen und stoppen, dort weiss man, wo er ist, und dann können sie aber nicht messen von A nach B. Weil die Physik sagt, entweder messen sie Geschwindigkeit oder sie messen den Standort, aber beides geht nicht. Und darum ist das die Messgenauigkeit, wo sie da am Forschen sind. Das heisst, zum nächsten Mal, wenn sie die Busse bekommen, können sie sagen, es geht gar nicht, ich bin nicht dort gewesen, oder sie sind nicht so schnell gefahren. Weil das nach Physik ist das nicht machbar. Und das sind Sachen, wo die forschen und da werden Milliarden verbrötelt und da werden Milliarden gebraucht und wir wenden es einfach da. Wir haben ein paar Maschinen und wir wenden da und sie haben mehr Umsatz und mehr Gewinn. Das heisst, wir sind nichts anderes, wie die zwei Welten ein zu verbinden. Und das CERN forscht auch noch ein bisschen drin, aber von der Grundlage her ist es die Anwendung, die wir machen. Das ist angewandte Quantenphysik, weil wir machen etwas und messen nachher ihre Umsätze und ihre Erträge. Und sie sagen uns, es ist mehr
Und wir sagen ihnen, okay, dann schicken wir die Rechnung. So einfach ist das. Jetzt zum Dr. Nelson mit der Uni Princeton. Die haben über 35 Jahre geforscht. Kann man das globale Bewusstsein, das heisst, wenn viele Leute gleich denken, kann man das messen, ja oder nein? Und die haben das bewiesen, das funktioniert bis 2007. Und seitdem macht der Dr. Nelson die Messungen weiter, hat auf der ganzen Erde 75 von diesen schwarzen Sonden verteilt und er misst grosse Ereignisse. Grosse Ereignisse ist zum Beispiel der Terroranschlag und da gibt es ein Phänomen. Um 8:45 ist der erste Flieger eingetroffen und das Phänomen ist, dass wir da eine Durchschnittsabweichung haben von dem roten das Nulllinien ist an und für sich die Sonde, das hauset immer ein bisschen um das Null herum. Und wenn es grosse Abweichungen gibt, dann ist irgendetwas am tun. Und jetzt sehen Sie, da sind Flüger eingeschossen, aber 4,5 Stunden oder 4 Stunden und 15 Minuten, 60 Minuten vorher, haben die Sonde gewusst, da kommt etwas auf uns zu, das uns wird beschäftigen. Warum ist das so? Am Morgen, um 4:30 sind die Terroristen gestartet und haben die Aktion das Go gegeben. Und dann hat die ganze Geschichte angefangen. Und das hat die Informationswelt schon vorher gewusst. Jetzt können Sie sagen, okay, das ist menschengemacht, das kann man vielleicht manipulieren, was auch immer. Sie werden ein anderes Thema sehen, Tsunami. Tsunami hat einen Themenbereich, wo das Erdbeben mit anschliessenden Flutwellen. Dann haben sie 24 Stunden vorher, also das Erdbeben schon angesagt worden ist, es kommt etwas und noch ganz schlimm wird, wenn sie 30 Minuten vorher nochmal einen entscheidenden Wendepunkt haben von diesen Sondergeschichten, dass sie 30 Minuten vorher an der Welle sehen, sie hört sie nicht, wenn sie draußen sind auf dem Meer, dann geht es ein bisschen auf und ab und sie merken die Energie nicht, sondern erst wenn sie an Land sich aufstaut und dann entlädt, weil es ein Ufer rauf geht. Das heisst, wir haben auch hier Informationen, die die Sonde wissen, aber wir können sie nicht zuordnen. Vielleicht in 500 Jahren können wir es dann auch zuordnen, was, wo, wann passiert, aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Unsere einzige Thematik, die wir haben, sind unsere Referenzen. Ob privat oder Geschäft. Wir haben Referenzen zu Hunderten, nicht 10, 20 oder 5 rausgepickt. Sie können branchenmässig, wir haben wirklich enorm viele Referenzen, weil das ist das, was Glaubwürdigkeit widerspiegelt und alles andere. Wenn ich etwas erzähle, nützt es eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe Ihnen ein E-Mail, was ich weggenommen habe, ist Debitmarge. Das macht man nicht, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Aber die Leise, das sind die Flüssigteige und die Fertigteige voraus, wo man Weihen machen und Kuchen. Und das ist der damalige PM, Produktmanager, und der sagt ganz klar, nach 3 Jahren mit denen zusammenarbeiten, Leise ist das rentabelste Business bei Nestlé Schweiz. EBIT haben es 8 oder 97% fast verdoppelt. Und Leise ist ein Hochpreissegment, ist nicht ein billiger Anbieter. Leise Teige sind teuer und ich habe damals empfohlen, die Preise aufzutun. Sie haben es gemacht und sie haben die Marge fast verdoppelt. Und die haben gute Margen. Ich sage Ihnen, diese Marge für Menge KMU würde lange, würde sehr gut lange für zum Existieren. Und da sind sie also richtig tough, wo als KMU sie wahrscheinlich nur ganz seltene Branchen überhaupt so hohe Gewinne haben. Ein anderer Bereich, wir sind im April an die Firma angekommen, und zwar über eine Empfehlung. Im März habe ich nicht gewusst, ich habe das nicht gesehen, es sind 10 von 10 die Firma, weil die haben sehr eine offene Politik. Und haben dann eine Dokumentation gemacht, was das bedeutet, Kurzarbeit. Und haben dann einen jungen Mann, der mit Frau und Kind, was passiert, wenn der Nachmittag um 2 schon daheim ist, was da abgeht in seinem Gedankengut. Und diese Firma hat im April, habe ich sie analysiert, und im Mai hat es eine Verwaltungsratssitzung gehabt und haben 85 Leute entlassen. Und dann habe ich gesagt, dürfen wir das nicht machen. Wir haben 3 Probleme. Die Preise stimmen nicht, Materialverbrauch stimmt nicht und der Verkauf der schläft. Dann hat der Geschäftsführer gesagt, das stimmt. Was soll ich machen? Sage ich nicht entlassen. Preise neu kalkulieren, mit den Kunden reden. Materialverbrauch müsst ihr machen, genauer anschauen. Und mit dem Vertrieb, dem müsst ihr einfach mal sagen, sie sollten wieder draußen sein bei den Kunden und nicht daheim hocken und irgendwelche Internetgeschichten hören und schauen. Das ist passiert.
Geschäftsjahr 2011 war das rentabelste seit Bestehen. Das rentabelste heisst, sie haben nicht den meisten Umsatz, sondern sie haben den meisten verdient im Verhältnis zum Umsatz. Und die Firma ist jetzt 100 Jahre alt. Also es ist nicht ein neues Start-up, das ein Geschäftsjahr dann sensationell ist. Und es ist eine ganz schwierige Branche. Instrumentelle Quantenkommunikation, wie funktioniert das? Wir machen einmal Informationen generieren, also wir suchen die Informationen raus, dann haben wir eine Analyse für sie. Oder wir die Informationen platzieren und somit optimieren. Jetzt, wie funktioniert das? Ist relativ einfach. Wir bauen in Ihrer Firma selbstregulierende, selbstüberlebende Systeme und wir treffen Ihre Firma im Grundsatz immer als Blackbox an. Weil in Ihre Firma geht Information rein, es wird Energie aufgewendet, es kommt eine Materie oder Dienstleistung raus und das Verarbeiten geht nachher wieder weg und in die nächste Unternehmung oder in Privatverbrauch. Für uns ist das eine Blackbox als solches. Für Quantenphysik ist das ein offenes Buch. Weil sie haben eine Problemstruktur, wo sie je nachdem wie gross ihre Firma ist, wie weit weg sind sie. Das heisst, sie haben einen Informationsthemenbereich, wo gewisse Sachen im grünen Bereich laufen und gewisse Sachen laufen im orangen und andere kommen dann irgendwann einmal als Tageslicht auf und geben ihnen richtig Problem. Und diese Problemstrukturen, wenn sie solche Problemstrukturen haben, dann kommen wir überhaupt einen Termin über bei ihnen. Wenn keiner von diesen roten Bereichen über dem Wasseroberfläche also sichtbar ist, dann lassen sie die externen Berater weg. Und externe Berater gibt es so viel Anfang, dass sie nicht mehr wissen, mit wem. Und Quantenphysik ist etwas Neues und das lassen wir so die Finger weg. Ich sage Ihnen, ich kann anhand von der Quantenphysik genau definieren, wie lange sie die Problemstrukturen haben. Ich kann Ihnen sagen, welche Bereiche sind grün. Ich kann Ihnen sagen, welche Bereiche sind orange. Und welche klopfen jetzt demnächst durchs Dach durch. Das ist mit der Quantenphysik machbar. Ich sehe das, ich gebe Ihnen das schwarz auf weiß. Und Sie wissen selber, wenn Sie im Sport in einem Flow-Zustand sind, dann läuft es einfach. Und wenn Sie in der Firma in einem Flow-Zustand sind, dann läuft es auch einfach. Dann haben Sie Probleme vorher entdeckt, bevor die überhaupt durchs Dach schiessen. Und das ist eigentlich die klassische selbstregulierende, selbstüberlebende System. Sie müssen vorher, wenn Sie ins Orange gehen, muss das Ding anfangen zu regeln. Und Sie dürfen nicht ins Rote und durchs Dach durchschiessen. Das heisst, für so einen Informationstransfer tun wir unsere Maschine umkehren. Das heisst, wir tun Ihre Firma, das langt ein Logo, das langt ein Homepage-Ausdruck, holen wir die Informationen und tun sie dann sortieren. Aus diesen Nullpunktfeldern, sagen wir dem, holen wir die Informationen raus und tun die auf Papier bringen und erzählen ihnen, wie ihr Betrieb funktioniert. Das heisst, wir haben eine Datenbank im PC drin, wir müssen ja betriebswirtschaftliche Grundlagen haben. Da haben wir den Thomann, das ist ein Standardwerk, wo wer BWL gemacht hat, ohne den ist gar nicht gegangen. Dann brauchen wir Visitenkarten, die geben wir im PC ein. Dann gehen wir über das weiße Rauschen den Impuls setzen und die Informationen zurückholen und empfangen. Und dann haben wir eine wunderbare persönliche Betriebsanalyse, wo individuelle Aussagen drin sind. Das heisst, Sie werden da sowieso schon abdrehen, indem Sie sagen, ja, aber Visitenkarte, was seht ihr da drin? Ich sehe nicht da drin an der Visitenkarte. Ich sage dem System nur, in dieser Firma, alles, was Informationen für die Firma bedeutet und Lieferanten, Kunden, alle die Informationen hätte ich gerne abgefragt, wo sind Optimierungsmöglichkeiten vorhanden? Und da stellen Sie schon ab. Wahrscheinlich steigen jetzt wieder ein paar raus und sagen, jetzt ticken gar nicht gut. Das funktioniert und es funktioniert immer. Weil die Informationswelt ist ein Naturgesetz, ist eine Symmetrie, ist ein System. Und somit haben wir ihre persönliche Auswertung, werden können ganz klar sagen, wo ist es gut, wo läuft Ihr Laden sensationell und wo fängt es an harzen und wo haben Sie richtig Probleme, wo Sie darüber reden, wo Sie daran arbeiten. Und dann sagen Sie mir höchstens ja, aus welchem Internet, welchen Informationskanal haben Sie denn da wieder. Und ich sage, ich habe nichts gemacht. Es ist die Sekretärin, die das macht, das ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen nur ganz wenig Informationen und können Ihnen ganz viel sagen. Das heisst, unsere einzige Sprache ist
Wir sind die Verbände, wir sind hier in Deutschland ein Lizenznehmer im BVMW. Das heisst, es ist ein Beraterverband, der sehr stark mit uns zusammenarbeitet. Wir haben grössere Kunden, wir haben kleinere Kunden, wir haben Einzelpersonen. Wir haben wirklich Referenzen in Hülle und Fülle. Ja, dann möchte ich Sie mal fragen, sind Sie bereit, um jetzt so richtig Gas zu geben? Ich möchte aber Ihnen noch eine einzige Frage stellen. Mehr Umsatz und Gewinn, ist das ein Thema für Sie? Sagen Sie ja, sonst wäre ich nicht da dabei. Aber jetzt konkret, welches System, welche Unternehmensberater oder welches Coaching hat Ihnen bisher Ihre Umsätze und Erträge, und zwar ganz wichtig, ohne Ihren aktiven Einsatz nachhaltig und messbar verbessert? Denken Sie mal kurz darüber nach. Weil das ist eine Frage, die Sie nicht im Alltag bekommen. Und wenn Sie sie beantwortet haben, dann bin ich mir sicher, dass Sie bisher kein einziges System gefunden haben, das zuverlässig, nachhaltig, dauerhaft Ihnen Gewinn und Umsätze aufgetan hat, ohne dass Sie etwas gemacht haben. Wenn Sie neue Produkte lassen, ist das kein Thema. Aber ohne dass Sie etwas gemacht haben, was Sie nicht sonst schon machen, gibt es mehr Umsatz und Gewinn. Das ist das Thema. Sie haben ja jedes Jahr Budget, Sie haben jedes Jahr irgendwelche Umsätze und Gewinn, die Sie planen und auch Vorgaben bekommen oder Zielvereinbarungen gemacht worden sind. Meine Frage ist, was ist aus denen? Haben Sie mehr Druck aufgebaut? Ist es nachher auch so gekommen? Oder ist es einfach gegangen? Ich sage Ihnen, wir können das so machen, dass es einfach geht. Und Sie wissen nicht genau wie, aber es ist gegangen. Die Einsatzmöglichkeiten in jeder Unternehmensgröße, je grösser, je einfacher. Warum? Ich habe mehr Möglichkeiten, Informationen an verschiedenen Orten zu platzieren. Und durch das gibt es viele andere Dynamik, weder wenn ich klein bin. Nahezu alle Branchen, es gibt Branchen, die man nicht so gerne beraten können, weil Naturgesetze sind im Grundsatz System, wo auf einer natürlichen Basis funktionieren, wo nicht alle Branchen natürlich sich verhalten und somit auch nicht unbedingt dann zu unseren Lieblingsthemen gehören. Es geht auch in Abteilungen oder Bereichen innerhalb von einem Betrieb. Das geht auch. Also Sie brauchen dann, die einen brauchen einen Test oder irgendein Projekt, das Sie machen wollen, wo man nur einen Teil fährt. Das geht. Das habe ich Ihnen können beweisen, weil ich habe ja nur in Anführungszeichen die Leise gehabt und nicht die ganze Nestle. Das heisst, ich habe die Leise in den Auftrag gehabt, habe mit der Leise gearbeitet und habe die Nestle in Ruhe lassen. Das heisst, es ist auch ein Teilbereich aus ganz Nestle. Und somit funktioniert das nachweislich. Am schwierigsten sind Einzelfirmen von 1 bis 3 Personen. Da braucht es Geduld, was meistens die Unternehmer dann nicht haben, weil die kommen spät, sind schon ein riesen Problem und wollen dann eine Sofortlösung und die funktioniert nicht, weil kleine Einzelpersonen haben meistens einfach auch ein Dogma drin, weil die wollen sich dann auch nicht verändern. Also es braucht meistens eine gedankliche Veränderung und nicht eine Firmenstrukturveränderung. Unser Angebot für Sie: Wir machen eine Basisanalyse, ein Beratungsgespräch mit Tipps und nachfolgendem Mentoring, wenn Sie das wollen, und Optimierung von bestehenden Ausgangslage. Wir haben in dem Mentoring auch Strategieanalyse, Massnahmenpläne, Best Praktika und es funktioniert zu 97% sind unsere begleiteten Projekte in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Das bedeutet, wir haben wirklich nur mit ganz kleinen mehr Probleme, wie mit ab 2, 3, 4, 5 Leuten ist das eigentlich nicht mehr so ein Problem. Aber wenn wir Probleme bekommen, sind es mit den kleinen Betrieben. Und jetzt hat sich unten am Webinar der Button schon aufgemacht. Sie können weiter fertig hören oder mal schauen, was wir da als Angebot drin haben. Wir machen mal noch ein paar Minuten weiter. Unser einzigartiges, wirklich einzigartiges Angebot ist: Wir erstellen Ihnen eine Analyse in folgenden Bereichen. Wie wird Ihre Unternehmung von der Umwelt gesehen?
Wie sieht Ihr Marketing aus, Ihre Materialwirtschaft, das heisst in der Dienstleistung, wie gehen Sie mit dem Zeitfaktor um? Dann Produktion, das heisst auch Zeit im Dienstleistungsbereich, das Rechnungswesen, Finanzierung, Investition, Personal, Organisation, Management. Über all diese Sachen kriegen Sie Aussagen, wie es funktioniert oder was eben nicht funktioniert. Stellen Sie sich einmal vor, dass ein Beratungsunternehmen bei Ihnen vorbeikommt und eine ausführliche Unternehmensanalyse erstellt. Wie viel würde diese Analyse kosten? Genau. Einige tausend Franken. Und was kommt raus? Sie haben die erste Analyse. Viel Geld zahlt. Und was kommt raus? Die stellen Ihnen den ganzen Laden um und das machen Sie nicht. Das wollen Sie nicht. Und Quantenphysik, Naturgesetze funktionieren ganz anders. Wir haben gedacht, den Webinar-Teilnehmern wollen wir ein ganz spezielles Thema anbieten. Weil wir wissen, unsere Leistungen sind erfolgreich. Nachweislich funktionieren seit über 10 Jahren. Über 90% Erfolg. Und wir haben kein Risiko. Ich weiss ja, dass es funktioniert. Das heisst, es funktioniert sowieso. Und darum haben wir gedacht, wir übernehmen einmal das erste Investitionsrisiko für Sie. Und haben nur für die wirklich jetzigen Webinar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir ein Angebot zusammengeschnürt, weil wir haben ja für so eine Analyse 890 Franken. Wir wollen dann nicht die Hälfte, sondern symbolisch 1 harte Schweizer Franken. 1 harte Schweizer Franken und für 48 Stunden. Sie müssen sich einfach entscheiden, will ich nicht. Sie haben jetzt die Zeit schon über sich gegangen und haben zugelassen, wie das ganze Zeug funktioniert. Also haben Sie irgendwo ein betriebswirtschaftliches Herausforderung, das Sie lösen müssen. Und machen Sie doch das. Warten Sie nicht zu lange. Wenn nicht jetzt, wenn dann, machen Sie es einfach. Wir werden in dieser Analyse einige Fragezeichen erleben, mit wie vielen Informationen die Quantenphysik tatsächlich für Ihre Unternehmung ausspuckt. Also es ist wirklich phänomenal. Es funktioniert. Ich habe schon 1000 von diesen Analysen gemacht. Es funktioniert wirklich. Was ist zu machen? Wir werden Ihre Daten, weil wir brauchen ja nicht viel, das ist das, was man überall überkommt, aber wir werden die Daten erfassen bei Fritz und Partner. Wir werden die Daten nie weitergeben. Es wird von Ihnen kein weiteres Zutun notwendig sein. Wir nutzen Ihr Logo, das Sie in der Homepage haben. Oder wenn man es gar nicht hat, dann schicken Sie uns eine Visitenkarte. Einfach die 3-4 Sachen, die wir im Bett dann fragen, angeben. Dann können wir Ihnen innerhalb von 5 Arbeitstagen eine Analyse erstellen. Ich werde Sie kontaktieren oder den Außendienst von uns. Und wir werden mit Ihnen einen Termin vereinbaren, wo wir die Analyse besprechen können. Die Besprechung von dieser Analyse dauert weniger als eine Stunde. Ich gebe Ihnen die Analyse schriftlicher Form, ich gebe Ihnen Tipps dazu und Sie geben uns symbolisch den Franken. Ich werde die Webinar-Umsätze werde ich öffentlich präsentieren in Form von einem 1-Franken-Stück, ein Kessel machen und sagen, so viele Kunden haben wir über das Internet dürfen gewinnen, über das Webinar und die haben mir zugelassen und haben sich weiterentwickelt und das werde ich mit dem 1-Franken symbolisch können klären. Können aufzeigen. Gut, jetzt haben wir dann bald Ende und schon ein bisschen länger geredet. Zeit für Ihre Fragen und Antworten. Sollte es jetzt nicht mehr lange, dass ich Ihnen genügend Antworten kann liefern kann, weil es da schon einige Fragen gehagelt hat, dann würde ich das gerne dann per Mail machen, aber mit den einen oder anderen werden wir noch machen. Selbstverständlich werden wir die Daten vertraulich behandeln, auch die Fragen, das geht eigentlich niemand etwas an, von wem sie kommt und von dem her ist es überhaupt kein Thema. Wir werden das miteinander in Ruhe anschauen und die Antworten dann dementsprechend Informationen können weitergeben. Sehen Sie unten den Bestellbutton, Sie können in den nächsten 48 Stunden für einen Franken eine Analyse verlangen und wir werden euch kontaktieren und dann vorbeikommen.
Dann können wir mit über die ganze Geschichte reden und dann haben sie vielleicht noch zwei, drei Fragen mehr. Je mehr sie sich mit dem Thema befassen, je mehr Fragen gibt es automatisch. Ihre Betriebsanalyse hat individuell klare Aussagen. Es ist so, Sie werden erstaunt sein, wie das Ding aussieht. Und das exklusive Angebot für die Webinar-Teilnehmer ist wirklich so, dass man 48 Stunden, einfach nicht zu lange warten, 48 Stunden und eine bessere Werbung wie unsere Referenzen, ob das Ingenieure sind, ob das IT-Fachleute sind, ob das Detailhandel ist, ob das ein Steinproduzent ist oder ein Verarbeiter oder ob das ein Fensterbauer ist, mit wirklich langjährigen Firmen, mit Familienstruktur dahinter, mit Ingenieurwissen dahinter und, ist einfach so, dass das die beste Werbung ist für unsere Dienstleistung. Danke vielmals für die Zeit, die Sie aufgewendet haben und ich werde jetzt noch zwei, drei Antworten geben und warten Sie nicht zu lange, wenn nicht jetzt, wenn dann. Dann haben wir da noch ein, zwei Fragen, die wir vielleicht auch beantworten können. Können auch einzelne Abteilungen optimiert werden, das habe ich gesagt. Ja, das ist ein bisschen eine Härte, mal ehrlich. Sie glauben doch nicht an so etwas. Dann sage ich, nein, ich glaube es nicht, ich misse es, ich weiß, dass es funktioniert. Gibt es in jedem Fall mehr Umsatz? Das ist nicht der Fall, weil die Natur sagt, wenn Sie Umsatz haben und zu viel also zu ineffizient sind, dann kommt zuerst effizient an. Das heisst, sie machen mit dem gleichen Umsatz auf einmal viel mehr Gewinn. Also es ist nicht in jedem Fall Umsatzsteigerung da. Wie funktioniert die Geld-Zurück-Garantie, die Sie da in den Unterlagen versprechen? Dann sage ich, ja, über Geld-Zurück-Garantie funktioniert, das würde ich dann gerne schreiben. Da haben wir allgemeine Geschäftsbedingungen. Aber wir sind überzeugt, dass wir wenn Sie nicht mehr 1 Franken mehr verdienen, dann können Sie das Geld retour haben vom Honorar. Dann, wie lange geht es, bis es eine Umsatzsteigerung messbar wird? Das geht zwischen 3 und 9 Monaten. Wir werden am Anfang nicht nur... Sie werden in den ersten 3 Monaten ein, zwei Erfahrungen sammeln. Es gibt unterschiedliche Abläufe. Es ist immer etwas gleich, in diesem 3-Phasen-Modell habe ich es drin, aber von den Grundsätzen her kann man nicht sagen, es gehen alle in den ersten 3 Monaten die Umsätze auf oder die Erträge, weil sie vielleicht noch die Hausaufgaben mitmachen von ein, zwei Sachen. Aber die Länge ist so zwischen 6 und 9 Monaten oder 3 bis 9 Monaten sollte man es merken und richtig gut positioniert ist man zwischen 15 und 18 Monaten, dann hat man richtig schöne Zahlen, dann sind auch sie. Ja, da ist noch, wenn das stimmt, was Sie da erzählen, dann sollten Sie bereits Millionär sein. Ja, das wäre schön. Also erstens, wenn ich Millionär wäre, würde ich es wieder investieren in ein Projekt. Das ist mal Punkt 1. Und das Zweite ist die Glaubwürdigkeit von dem einfachen Modul, dass man mit Informationen kann etwas generieren oder etwas kann bewältigen in mehr Umsatz und Ertrag im Geschäft, ist halt nicht ganz so einfach, weil das ist wie damals, die Erde ist eine Scheibe und jetzt ist sie rund. Der Link ist natürlich nicht so einfach gewesen, da hat man früher nicht Menschen umgebracht, weil sie behauptet, sie haben, die Erde ist rund. Und was meinen die Physiker zu dieser Theorie? Da habe ich im Ansatz schon gesagt, die sind nicht alle erpicht, dass man so eine Theorie aufstellt, die halt ganz anders ist, aber es gibt immer mehr Doktorprofessoren. Der Warnke ist zum Beispiel einer, der auch langsam in die Richtung kommt, dass es nicht anders halt funktionieren kann. Es hat langsam zu viele wissenschaftliche Berichte, die das bestätigen, dass das eben so funktioniert. Funktioniert das auch im Sport, weil da haben sie keine Referenzen. Das haben wir so gehandhabt, dass wir den Sport sind meistens Einzelmasken oder Mannschaften. Dort haben wir sehr viel halt mit Fans und Öffentlichkeit zu tun. Und das wollten wir nicht. Das heisst, alle Sportler und Teams, die wir haben, sind nicht
öffentlich brauchen wir nicht als Referenz. Das haben wir bewusst. Das weiss ich als Sportler. Das ist unangenehm, wenn du so komische Dienstleistung im Rücken hast. Und dann fragen sie irgendetwas und kommen nicht raus und fangen dir dann an, in eine Schublade reinzutun. Das finde ich nicht so lässig, weil ich selber Medien erlebt habe. Die können sehr eklig sein und sehr dominant, wo man dann eher ein Problem bekommt, weil das es hilft. Also im Sport werde ich von mir nie hören, wer ist oder wer nicht ist. Oder auch Einzelkünstler werde ich ihnen nicht sagen, wer ist was, wo bei mir. Vielleicht kann man das eine oder andere, wenn es einmal einfach so ein bisschen durchlaufen, wie wenn nichts wäre und andere sind am Bibern, dann kann man sagen, vielleicht hat der Quantenphysik oder diejenige Person. So, ich glaube, jetzt haben wir noch einen Haufen Fragen, die ich schriftlich beantworten will. Und haben Sie in allen Branchen Referenzen? Das habe ich nicht, wir haben nicht alle Branchen, aber zu 80% haben wir alle Branchen drin. Also da finden wir sicher ein Beispiel, das ansatzmässig gleich ist wie Ihre Unternehmung. Gut, ich glaube, wir schließen das Webinar und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich danke für die Bestellung, dass wir eine Analyse für Sie machen dürfen. Und den symbolischen Franken, den werde ich mir holen. Den legen wir also auf den Tisch, Sie, den Franken, und ich gebe Ihnen schriftlich Ihre Auswertung, wo Sie dann damit arbeiten können oder unsere Dienstleistung auch nutzen. Ja, dann auf Wiedersehen, bis zum Termin. Wir freuen uns, Sie dürfen eine Analyse zu machen und die Auswertung zu besprechen. Wird eine spannende Geschichte. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke.